Aber es hat sich natürlich Corona-bedingt einiges verändert im Gegensatz zum Vorjahr. Was erstmal geblieben ist, das sind die Voraussetzungen für die Teilnahme. Das heißt, wenn ihr daran teilnehmen wollt, ihr solltet einen Schweizer Pass haben und auch einen Schweizer Wohnsitz, solltet ein Mindestalter von 15 Jahren haben und eine Körpergröße von 1,60 Meter. Und es darf jeder Fahrer nur einmal pro Qualifikationsrennen teilnehmen. Jetzt zu den Neuigkeiten von dem Swiss Sim Racing, von der Swiss Sim Racing Series, Entschuldigung. Wir haben neu drei Kategorien, eine Kategorie Ü40, eine Ladies-Kategorie und eine Standard-Kategorie. Pro Quali qualifizieren sich die besten drei einer jeden Kategorie für das Finale, das dann am 6.12. im Porsche-Zentrum Schlieren stattfindet. Dazu gibt es drei Online-Qualifyings und zwei Offline-Qualifyings an der Messe Zürich und der Messe Basel. Wie sieht jetzt so ein Quali-Rennen aus? Wir haben am Start jeweils am Freitag um 19 Uhr. Das gesamte Quali-Rennen besteht aus einem freien Training, einem 10-Minuten-Qualifying und einem 20-Minuten-Rennen. Eine Rennkommission, bestehend aus Kommissaren von Autosport Schweiz, wird jeweils nach dem Rennen die Szenen sichten und nach Sachlage dann wirklich beurteilen, ob es zu einer Strafe kommt oder nicht. Also, wenn ihr dabei sein wollt, meldet euch an unter www.simracingseries.ch und wenn ihr Fragen habt, es gibt einen Stream auf Game TV und esports.ch. Ja. Marcel, ich würde dich einfach mal bitten, kommentier doch einfach mal so die Streckenpunkte oder die neuralgischen Punkte auch. Genau, jetzt befinden wir uns gerade in Kurve 4. Da wird man eigentlich rechts abbiegen, die Kurzvariante von Bremssätze. Aber wir sind auf der Lange, jetzt gehen wir hin auf die lange Gerade. Wichtig aus Kurve 4, weil sie bergauf über die Kuppe geht, dass man gute Traktion hat, früher am Gas ist die Geschwindigkeit mit hinteren. Kurve 5, eine ganz, ganz schnelle Viertgangkurve, muss man extrem sauber fahren. Man darf nicht gespalt sein mit Einlenken, weil sonst geht dann der Platz aus. Kurve 6, ähnlich wie Kurve 5. Und das ist eine ganz heikle Stelle, weil da sieht man den Scheitelpunkt sehr, sehr spaltet in Dingeldell. Aber in die Kurve 8, nicht wirklich speziell, kann man sagen, jetzt von Fahrerweise her. Aber jetzt in die letzte Kurve, in die Clark-Kurve, über die Kuppe hinein, da wird das Auto noch mal leicht, das wird rausgedrängt. Und da ist wichtig, dass man dann wirklich nicht mehr lupfen muss, voll am Gas, die Geschwindigkeit mitnehmen. Und jetzt ganz, ganz wichtig, man sieht hier schon Kurve 1, ich weiß noch gar nicht, wo man so einlenken soll. Jetzt erst ist man am Scheitelpunkt, aber nicht die Kompression. Da kann das Auto hinten noch mal leicht wegrutschen. In Kurve 2 ganz, ganz wichtig, den Bremspunkt nicht verpassen, weil hat man sehr schnell stehendes Rad oder man verpasst es. Der Pascal Jutz hat es perfekt getroffen, obwohl der Reifen noch relativ kalt ist, würde ich sagen, aber nicht optimal. Dann kommen wir wieder rauf auf die Kurve 4, aber jetzt geht leicht bergauf. Ganz, ganz wichtig, jetzt müssen wir am Gas sein, die Lenkung können wir aufgehen und raustreiben und wieder zurück auf die lange Gerade. Man darf jetzt mal gespannt sein, wann die 1,26 geknackt wird. Ich meine, der Lomatiere ist eigentlich knapp davor. Aber ich habe jetzt noch eine nächste Frage bekommen. Und zwar fragt der Marc die Voraussetzungen für die Online-Qualifyings von daheim. Also wenn ihr die Online-Qualifyings von daheim aus fahren wollt, ihr braucht die Simulation Assetto Corsa von 2014. Fahrzeug seht ihr ja gerade momentan selber bei uns im Livestream. Der Porsche 911 GT3 Cup. Die Anmeldung erfolgt dann über www.simracingseries.ch. Da könnt ihr euch den Slot dann selber noch aussuchen und ankreuzen. Und die Anmeldegebühr beträgt 25 Franken und schon seid ihr wirklich dabei. Ja, wir sind zurück im Qualifying. Da haben wir jetzt noch 43 Sekunden. Marcel, was sagst du jetzt allgemein zu dem Qualifying? Ich muss sagen, es geht auf den ersten 5, Top 5, lass es die Top 6, Top 7 sein, relativ eng zu. Es wird fair gefahren, muss man also wirklich sagen. Wie ist so dein Eindruck jetzt von dem Qualifying? Ja, man merkt jetzt hinten raus, die schon seit dem Anfang draußen sind, da gibt es nicht mehr grosse Verbesserungen. Da kann natürlich wirklich ein bisschen dran sein, dass der Reifen schon ein bisschen nahe gibt. Ja. Dass man nicht mehr das Optimum rausbringt. Wir haben jetzt auch schon gesehen, sind einige schon jetzt in die Box gefahren. Ja. Unter anderem auch der zweite, der Pascal Job, oder auch der Lomartire, das ist auch wieder Simon Frey, der da ein bisschen rückwärts kam. Ja, wo halt jetzt einfach
gemerkt haben, das bringe es nicht mehr besser an. Ja. Und jetzt ist die Zeit abgelaufen. Also ich werde da nicht mehr gross Änderungen erwarten, dass da vor allem vorne dran sich noch gross etwas ändert. Ja. Jetzt geht's los. Start. Der alte Licht weg sind und jetzt Start. Ja. Sehr starker Start vom Pascal Job. Ja, der ist schon. Romantiere hat ein bisschen durchtrennende Räder gehabt. Ja. Weit aussen durch, ja. Aber sehr. Alle gut durch die erste Kurve. Ja, jetzt geht es an, da sehen wir innen, wer kommt dort? Felix Hirsiger. Holmanöver von ihm. Gerade einmal. Schön. Drei Plätze gut gemacht. Ja, gerade mal die beiden ein bisschen überrascht. Ich glaube, das ist wirklich ein optimales Überholmanöver gewesen. Perfekt aufgegangen. Ja. Aber da sieht man schon, der Sylvain Villet macht da wirklich Druck. Kommt eher tendenziell wieder ein bisschen besser aus dieser Kurve 3 raus. Das haben wir jetzt gesehen. Und zeigt sich immer. Zeigt sich wieder, ja. Oh, ja. Das war eine Fallbewegung. Ja. Beide, ja. Ja, beide. Er ist im Hinten drauf gefahren. Ja. Das ist jetzt sportlich nicht das, was man sieht. Nein, das beim Einlenken hinten aufs Heck fahren. Aber klar, wenn er. Aber jetzt haben wir genau die Situation, dass der Roger Vu eigentlich davon profitiert hat, von dem ganzen Debakel der zwei vorne. Aber hängt. Ja. Ah, aber ich kann es nicht umsetzen. Nein. Ja, der. Der Wille ist noch neben dran, vielleicht hätte er nicht darauf einlenken und ist ihm dort die Strasse wirklich ausgegangen. Wirklich sehr schade, es ist eigentlich wirklich interessant, wie sie sich bekriegt haben. Jetzt zieht sich das Ganze wieder ein bisschen aus. Oh, ein grosser Querschnitt. Auch machen wir jetzt Druck auf die Vorderwand. Ich habe jetzt gerade eine Frage reinbekommen. Was passiert, wenn ich nicht über einen PC und die entsprechende Systemsoftware verfüge? Parallel zu dem Online-Qualifying ist es natürlich möglich, sich in einem der Race-Zentren zu qualifizieren. Das ist zum einen die Racing Fuel Academy in Horgen, die Apus Sim Racing Lounge in Hinwil und die Drift Sim Racing Schweiz AG in Kerns. Da müsst ihr dann einfach nur eine Anmeldegebühr von 25 Franken zahlen plus eine Nutzungsgebühr von 40 Franken. Und schon seid ihr dabei. Ihr könnt euch über www.simracingseries.ch bewerben. Und man sieht auch anhand der Finalisten hier oder der Qualifikanten hier, von denen haben sich 13 von zu Hause qualifiziert und 10 waren wirklich in den Racingzentren und haben sich da beworben. So, gehen wir jetzt mal in die heiße Runde. Phase. Ja, ist die letzte Runde. Ja. Die letzten 30 Sekunden. Also ja. Das ist die letzte Runde. Wir haben vorher gesagt, in Kurve 2 und 3 ist der Job extrem nah dran gewesen. Ist auch jetzt wirklich vor dem Abfüllen hinten dran. Jetzt kommt natürlich auf die. Er hat nicht mehr Menge Überholmöglichkeiten. Nee. Vor allem jetzt da hinten bei Dingledale drauf. Da müsste jetzt der Felix schon einen groben Schnitzer machen, dass er da könnte vorbeigehen könnte. Da wäre jetzt eine unsere Möglichkeit, da ist ein zweiter Weg. Ja. Und jetzt die letzte Kurve da. Natürlich, wenn es wirklich an Fehlerseite vom Felix Hirsiger käme, könnte da nochmal. Ist aber neu. Schiebt er ihn an. Nein, sehr fair gefahren, trotz allem, was er da gab. Nicht mehr hat der Felix gewinnt das Rennen. Ja. Leicht Hupp ist da gemessen über das Ziel. Ja. Sehr schönes Rennen schön. Von beiden. Gut gefahren, schön. Sehr fair gefahren von beiden. Ja. Ganz sicher. Und dritter wird der Apotelos. Der Julien, genau. Villet, Roger Vu auf Platz 5. Ja, der Jörg. Wenger gewinnt die U40. Ja, Wenger gewinnt die U40 wertig. Genau, das ist auch auf Platz 8, wenn wir noch sehr erwähnen, ganz sicher. Und auch Nico Schmücki auf Platz 14. Ja. Ja, jetzt kommt der Neuhaus, auch U40. Ja, schön unter Druck vom Reifen. Ja. Ja. Das ist dann Platz 3, ja. Patrick Stevan auf der U40, Platz 3, genau. Ja. Ja. Gut. Schönes Rennen gewesen, absolut. Ja, das muss man also wirklich sagen. Es wurde vor allen Dingen auch wirklich, muss man sagen, fair gefahren. Ja, sehr fair, bis das eine Überholmanöver, was ein bisschen in Pause gegangen ist. Aber wie gesagt, das ist Racing. Wir haben ja gesagt, dass es probiert. Und genau. Das kann Fehler passieren. Ich bin nicht der, der
gerne dort die Leute nachher tadeln. Er hat etwas probiert. Und ich meine, der Apotelos hat durch den Fehler sich doch wieder auf Platz 3 führen retten. Mhm. Und das ist doch eigentlich schlussendlich, hat niemand verloren. Aber trotz allem, ich sage mal, normal wäre das natürlich etwas, was man die andere Investigation anschauen müsste.